Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, in der letzten Folge haben wir hier dieses kleine, schöne, überdachte Etwas gebaut, wo wir schon unsere ersten Anlagen drin stehen haben, die jetzt dafür zuständig sind, Ressourcen zu pumpen. Aber natürlich alles sehr, sehr langsam noch. Aber der Tank füllt sich hier gut. Außerdem haben wir den Festtreibstoff und unsere schöne Kettensäge freigeschaltet, die in meinen Händen natürlich ein komplettes Vernichtungstool wird. Aber ich würde gerne die Stromproduktion halt von hier wegbringen und nach da drin. Deswegen müssen wir jetzt daran dann arbeiten. So, aber wir haben natürlich die Aufgabe auch letztes Mal fertiggestellt. Ich glaube nicht, dass wir den Awesome Shop jetzt unbedingt brauchen. Der Fabrikator könnte interessant werden für bestimmte Sachen. Logistik 2 fände ich geil, wenn ich vor allem bestimmte Kabel upgraden könnte. Und der stapelbare Ding, dafür brauche ich halt 50 davon. Holy shit, das ist kein Problem, kein Problem, kein Problem. Das hier auch kein wirkliches Problem eigentlich. Schau, wir tun mal schon mal das rein, was wir haben. Schwer Beton haben wir instant voll. Dann hole ich noch ein paar Platten und so Zeugs und dann machen wir gleich weiter. Wie schaut's mit dir aus? Du brauchst noch ein paar Stäbe, glaube ich. Du wieder hier! Geh weg! Kusch dich! Aus dir kriege ich nichts raus, ne? Schade. Außerdem, was ich in der letzten Folge nicht geschafft habe, war das Forschungsgerät. Aber Stück für Stück geht ja unsere Anlage hier gut voran. Bedeutet, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Wir müssen dann nur in Zukunft die ganzen Kabel mal neu setzen. So, ich hole mir mal hier ganz viel raus, was ich hier schon habe. So. Gut, dann ab zurück, befüllen und die Platten bauen, dann kriegen wir schon mal Zweier. Bei bestimmten Stellen, glaube ich, werden Zweier ganz praktisch, einfach weil wir Engpässe entstehend haben. Da sind noch ein paar Reste. Grünzeug, warte mal, ich muss hier hin. Ah, dich wollte ich auch noch befüllen. Staub, zurück zu dir. Ich brauche noch ein paar Schräubchen. Hier, nimm das. Wie viel kann ich machen? 21. Holy moly ist das wenig. Und ich brauche noch relativ lange. Aber wenn wir die Produktionsanlage jetzt dann langsam aufbauen, ich muss noch gucken, ob ich das Hub umbauen kann, umstellen kann. Weil sonst würde ich das irgendwo anders platzieren, wo ich es dann anschließe an die Anlage. Oder beziehungsweise an das komplette System, was ich hier baue. Wäre natürlich cool. Wäre natürlich cool, aber ich glaube es halt irgendwie nicht. Aber werden wir dann sehen, wir machen jetzt die verstärkten Eisenplatten fertig. Alter, ich könnte 16.000 Schrauben hier machen. Ich brauche halt noch ein paar Schrauben für das ganze Ding. Weil es schluckt halt auch Schrauben wie blöd. Das ist so die eine Sache dabei. 3 Platten, 4 Platten. Wie viele Platten brauchen wir noch? Einige. Das dauert halt immer ein bisschen, aber ich will jetzt diese blöden Förderbänder 2 haben. Ich könnte wahrscheinlich einfach viel mehr rein investieren jetzt schon, die Produktion umzubauen und die ganze Anlage zu erneuern. Also könnte ich wahrscheinlich viel Zeit reinstecken, einfach die Produktionsabläufe zu verbessern. Aber ich will meine Mark II Förderbänder haben. Vor allem für Merger ist das halt mega geil. Oder für Splitter, dass ich da einfach eine Masse durchschieben kann, die ich sonst nicht könnte. Und deswegen will ich das jetzt gerade mal so machen. Das ist bei mir auch mit, keine Ahnung, anderen Spielen so. Du hast ein schnelles Laufband und das teilt sich dann in kleinere, schwächere auf. Aber dass du immer halt alle voll kriegst, hast du ein schnelles davor. So, wie viel habe ich? 21, oder ich brauche nur 29 von denen ich hier habe. Also sind wir fast so weit, dass wir die Platten herstellen können. Auch wenn das Ding hier schon rot ist in den Dingenbereich. Cool down, my friend. Eigentlich mache ich das ja ungern so. Also ich würde gerne halt wirklich schneller die Produktion machen. Aber ich sehe halt ein, zwei Sachen, die halt essentiell sind, bevor ich die komplette Anlage baue. Wo ich mich dann wieder rumärgere, dass ich es umbauen muss. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem ganz gut okay voran. Den Weltraumlift, das wird noch eine ganz spannende Sache, vor allem wo ich den hinplatziere. Dafür habe ich echt alles auf dem Boden platziert. Was waren das für Zeiten? Dafür habe ich alles über die kompletten Flächen einfach drüber platziert. Irgendwo, anstatt strategisch direkt ranzugehen. Aber okay, da war das Spiel noch in der Beta. Das ist schon eine Zeit her. Das ist echt eine Zeit. Holy shit, das ist echt eine Zeit her. Wann? Das ist echt lange her. Holy moly. Gut, okay. Dann können wir das auch schon abschließen. Einmal Platten, einmal dich hier. Ah, nee. Launch! Adios! Tschüss!
Fixit would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Recreational use of belts and lifts does not count towards work hours and will put you on the list. Stay efficient, don't disappoint Fixit. Was denn? Ich arbeite effizient. Ich tausche jetzt Belts aus, die normalerweise langsam sind. Oha. Oha. Ich brauche vielleicht noch mal ein paar Schrauben. Also MK2 ist eindeutig schon teuer. Mal mitnehmen. Aber ich brauche sie aktuell eh nur zum Glück anstellen, wo es unbedingt notwendig ist. Wir produzieren mal 3 Stück oder so. Weil ich weiß ja nicht, wie weitreichend das ist. So, okay, das sollte fürs Erste reichen. Wir müssen dann gleich mal hier drin auch die Production anschmeißen. So. Dann F. Adieu. Okay, und dann Mark 2. Nice. Dann sollten beide einfach liefern können die ganze Zeit. Und er schiebt es hier rein wie sonst noch was. Schaut auf jeden Fall schön aus. Und das ist natürlich sehr schattig, auch blöd für die Aufnahme rein. Wir müssten eigentlich Lichter irgendwo herkriegen. Lichter wären noch so ein schönes Ding. Nicht den Horstlichter, aber Lichter wären praktisch. Schauen wir mal, die hier sind natürlich auch, glaube ich, mit dem Bottleneck hier vorne ein bisschen problematisch. Obwohl, glaube ich, nicht mal. Ihr habt kein großes Bottleneck, ne? Nee. Hier sehe ich kein Bottleneck. Ich sehe höchstens das Problem, dass die sozusagen ineffizient sind noch. Dass wir mehr Eisen produzieren könnten, wie wir hier drüber kriegen. Aber das ist eine Sache für eine andere Zeit. Wir schauen uns heute die Energie weiter an, weil die kommt mit wow! Auch noch ein bisschen ein Upgrade. So, also ich brauche jetzt erstmal hier. Das sind die Stapelbahn-Dinger, die ich dann drüber bauen kann. Das ist praktisch. Gut, aber wir müssen jetzt hier nochmal Konstrukteur bauen. Ah, ich habe wieder keine Kabel, Mensch. Man bräuchte so einen Roboter, der einen Down verfolgt und die Ressourcen nachbaut, die man braucht. Das wäre noch gleich ganz praktisch. Wie gesagt, ich würde gerne auf Festtreibstoff umstellen, wenn es möglich ist. So, warte mal. Erstmal brauchen wir einen Splitty. Logistik. Förderband Splitter. Da kommt ein Mark 2 dran. Und dann bauen wir unter Production Konstrukteur. Jetzt habe ich zu wenig versteckte Eisenplatten. Alter! Ich brauche 6 Stück. Wie viel kann ich machen? 5 Stück. Dann habe ich 6. Das ist ja genau so, wie es sein sollte, als ob es ausgerechnet wurde. Ja, ja. Ich brauche dann. Oh, ich brauche dann noch. Nee, dann mache ich ja normal wieder. Aha. Die Sache ist, wenn ich die Breite wieder nutze, obwohl ich könnte dann trotzdem. Vielleicht ist ein bisschen nach hinten noch ausbauen hier. Man müsste halt nur schauen, wie man das am schlauesten platziert. Oder ob man sagt, man. Ich setze den Splitter um hier hinten hin. Und baue die Konstrukteure hier so hin. Ist, glaube ich, effizienter. Dann machen wir hier den Förderband-Splitter. Wir machen das wie folgt. Ich
gehe jetzt mal auf 3. Das ist ja das Mark 1 noch. Das passt schon. Nice. So, und hier brauchen wir dann... Ah, unser Kollege kommt wieder zurück. Da brauche ich 5 versteckte Eisenplatten für. Holy moly. Servus, bist du auch wieder da? Gut, dann die Schrauben her. Wie eintritt das Frachters? Da kosten mich die Konstrukteure weniger wie diese blöden Förderbänder am Ende. Holy moly, das könnte noch eine spannende Sache werden. Aber okay, wenn ich die Masse erreiche, auch wieder absolut kein Problem. Ich tue mal 1-2 mehr da herstellen, weil ich muss ja noch ein paar Förderbänder bauen. Nicht, dass mir die dann wieder ausgehen. Gut. So. Q, MK2. Und der verteilt es jetzt gerecht auf alle Anlagen. Ihr kriegt als erstes mal die Info, dass ihr Festbrennstoff machen müsst. So. Und dann... Und das ist Absicht. Ich will nichts an die Standardstrommasten anschließen, ohne dass ich es müsste. Bedeutet, ihr steckt jetzt am Netz. Kommt die Sache, wie mache ich das mit dem Fusionieren wieder? Ich könnte hier, aber dann habe ich wieder so viel engen Platz. Machen wir es fürs Erste ohne Zwischenlager, einfach mal für die Zeit, bis ich die Fläche habe. Fusionator. Nur so auf die Schnelle. Da kommt schon der Festtreibstoff. Schicke Sache. Dann Q und dann brauchen wir für Strom den Biomasse-Generator. Den wir zum Beispiel hier und hier platzieren. Gut. Dann brauchen wir hier wieder einen Splitter fürs Erste. So. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen blöd werden von der Fläche, aber schauen wir mal, was passiert. Mal schauen, da habe ich jetzt ein bisschen... verkalkuliert. So, dann müssen wir wieder mit F. Schauen wir mal, wie eng wir dich erstmal gedreht kriegen. Oder wir brauchen ja am Anfang erst nur 2. Vielleicht können wir einfach die Splitter so bauen. Warte mal. Fördermann Splitty. Ich will jetzt schauen, ob ich das irgendwie noch hinkriege.
Nee, das funktioniert nicht. Dann, weißt du was, dann platzieren wir es ganz anders. Wir machen einfach hier den Splitter wieder hier hin. Drei, einmal von hier nach da. Einmal von hier nach da. Und dann tun wir den MK2. Einen Netzanschluss hier. Wo sind die Kabel? Ich habe keine Kabel mehr. Kabel. Warum geben wir eigentlich immer die Kabel aus? Immer Kabel. So, okay. Efficiency, I tell you, efficiency. Zum Beispiel hier noch eine Leitung dran, dann können wir das hier dran platzieren. Fertig. Und schon ist unsere Energieeffizienz gestiegen. Und das Coole ist, euch kann ich den Treibstoff klauen. Obwohl ihr seid eh fast... Oh, scheiß drauf, euch streiche ich den Treibstoff. Ich gebe den hier noch rein. Jetzt sinken wir wieder auf Standard-Level. Aber ich kann euch abreißen. Und die Ecke fertig bauen. Nice. Endlich. Fundamente. 2 Meter. Ja, läuft knapp an der Wand entlang, aber sollte funktionieren ohne Probleme. Perfekt, dann Wände 4 Meter. Wir bauen natürlich gleich das Ganze fertig, weil so lerne ich am besten, habe ich das Gefühl. Gut, dann nehmen wir die 1 Meter Fundamente wieder. So. Cool. Durch die Fenster können wir reinschauen. Ein kleines Window. Coole Sache. Bitte wählen Sie einen Meilenstein. Sprungfläche und Gelee-Pads. Teilmontage. Ist wahrscheinlich das Schlauste, wenn ich das als nächstes versuche zu machen. Das hier ist ja eher so just for fun, würde ich sagen. Bauwerkzeug Customizer. Bauwerkzeug fügt dem Baumenü eine neue Kartei hinzu, den Customizer. Und hier haben Sie Pioniere Zugriff auf die Farbfelder. Oder kann ich dann Sachen zukaufen? Okay. Aber das ist sozusagen Produktion. Für Verfertigung verwendet für Mehrzweck. Also eigentlich wärst du als nächstes schlau. Mag nur kurz in unsere Anlage reinschauen. Gut, okay. Ich müsste mir eigentlich so Walkways hier noch so durchmachen. Meine Sache ist, egal wie ich es mache und drehe, also wie lange brennt denn so eine? Ein Festtreibstoff braucht 4 Minuten zum Durchbrennen. Ach nee, 4 pro Minute. Also 15 Sekunden ein Festtreibstoff. Okay. Wie viel produziert einer von euch? 4 Festtreibstoff, 60 pro Minute. Ja, okay, die Umsatzleistung ist um einiges besser. Ich würde halt gerne ein Backup-System haben. Falls irgendwas ist, will ich eigentlich, dass jederzeit was zur Verfügung steht. Lass mal doch die erstmal vollfüllen.
Die sind schon voll. Nice. Okay. Nee, wisst ihr, was wir jetzt als erstes machen? Erstens hätte ich hier gerne eine Rampe. Ich mag hier nicht immer hochspringen müssen, weil ich ecke hier so ein bisschen an. Da sollte eine 1 Meter Rampe doch hoffentlich passen, oder? Machen wir eine 2 Meter Rampe einfach safe. Jetzt können wir jetzt so gemütlich hochgehen in die Anlage rein. Und vielleicht machen wir auch gleich einfach hier eine Wand drüber. Einfach weil ich es kann. Und hier oben auch noch dann. Ja. So wird das dann mal werden. Muss ich auch dran denken, irgendwann gleich kommen ja auch Züge. Bedeutet, wir müssten dann eigentlich dafür auch einen Zugangshub machen. Obwohl Holz und sowas wird eh irgendwann wieder vergehen. Aber ich will relativ ja funktional bauen. Von daher, wie schaut es mit euch mit Schrauben aus? 400 habt ihr schon wieder geschaffen. Schick. Kriegst noch ein bisschen was mit. Ich hole mir noch ein paar Ressourcen. Weil wir brauchen noch ein paar. Wir haben 500 Schrauben, das haben wir fast. Die Platten, die Kabel, ja okay, die kann ich machen, das ist kein Problem. Ich nehme noch mal so ein 500er und 100 weg. Es geht doch wieder super voran. Was wir aber auch jetzt gleich machen, ist dieses Forschungsgebäude. Denn ich würde das gerne mal ausprobieren, was bringt uns das mittlerweile. Wie viel braucht 300 dann lieber von euch beide mit? Und von euch auch nochmal 300. Wie gesagt, die ganzen Anlagen hier sind ja noch extrem ineffizient. Und das ist natürlich merkbar. So. Da war noch eine Pflanze. Noch ein paar Pflanzen. Was ich jetzt aber als erstes bauen will, obwohl wir können eigentlich schon mal... Rein da, rein da, rein da. Ach, das waren nur 200 da von dem, okay. Kabel kann ich doch bestimmt noch... Wie viel brauche ich da? 300. 200. Oh, ein bisschen Kupfer und Kupferdraht dann dafür noch. Aber Kupfer sollten wir gleich mittlerweile auf Masse haben und ich könnte da sonst einen Konstrukteur hinstellen, der das mir dauerhaft produziert. Vielleicht, das sollte kein Problem sein, ja schon mal. So viel auf Lager, das ist ja absolut kein Problem. Würde ich auf jeden Fall sagen. So, ich muss mein Mikrofon mal wieder ein bisschen richten. Langsam entsteht eine kleine Produktionsanlage. Ich mag das, wenn so Stück für Stück das Ganze entstehen anfängt. Es dauert halt immer meistens seine Zeit, aber wir kommen gut voran. Also wenn es jetzt... das dauert ewig. Wisst ihr, das machen wir nachher. Ich stelle mir hier vorne nochmal voll schlau und so den Mann hin. Die monokulare Analysemaschine. Okay. Nährstoffe anschauen. Das habe ich schon abgeschlossen. Eine Burial Wilderness habe ich noch nicht. Die habe ich. Forschung starten. Whee! This fruit, dubbed the paleberry due to its tendency to stay light in color even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. So, schau mal, ich kann die Elektroschnecke erforschen, davon habe ich ja eine. Ein bisschen forschen muss sein. This semi-slug, now dubbed power slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Mm-hmm. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. Erwischte Belohnung, ein Energiefragment. Aber warum kriege ich... Wo kriege ich das jetzt?
Nährstoffe, da kann ich dich auf jeden Fall nochmal. This mushroom, dubbed bacon agaric due to its uncanny resemblance to raw bacon, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. So, ich kann vom Keiler das erforschen lassen. The remains researched belong to an organism now dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Suidae family were it native to Earth. Hog remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Was bist denn du gut? Elektroschneckenschleim zu einem fast kristallähnlichen Fragment komprimiert. Strahlt eine seltene Energie aus. Okay. Ich kann Keilerproteine produzieren. Okay. Okay, okay. Also ich kann es dann einfach erforschen in dem Fall. Kann ich jetzt hier? Nee, da kann ich nur die Alien-Proteine. Hier brauche ich 5 Alien-Proteine. Dann kriege ich eine Alien, kann ich eine Alien-DNA-Kapsel und Biomasse draus machen. Okay. Oh, kann ich die am Ende züchten? Eine Armierpistole. Eisen-Armierschachtel. Interessant. Scannbares Objekt Gegner. Ich muss noch diese Dinger finden, okay. Wahrscheinlich brauche ich nur 200 Schrauben, dann könnte ich das auch machen. Scannbares Objekt Schnecke. Und hier kann ich übertakten. Ja, ich brauche Schrauben. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Aha. Overclocking is also possible. Note. Power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Okay. Ich kann zum Beispiel Smelter increasen. Power slugs extract latent energy from their surroundings to sustain themselves. By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static. Okay, bedeutet, ich kann dich jetzt... Nee, war das nicht V? Ich dachte, das war V damals. Hä, ja, bin ich hier mit V? Ach, lol. Daumen runter, okay. Nice. Oder ist es, weil ich den Object-Scanner nicht bei mir habe? Muss ich den nochmal bauen? Nee. Aber hier ein Objektscanner. Die braucht verstärkte Eisenplatten. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie brauchst du 2? 1, 2. Gut. Wahrscheinlich ist das Problem, dass ich keinen Objektscanner habe. 4, Alter. Dann muss ich nochmal eventuell kurz ein paar Schrauben produzieren. Damit wir das machen können. Produzieren wir einfach gleich noch ein paar mehr, weil warum nicht? Eieieiei. Wie brauche ich für das? Dann machen wir nicht gleich das mit. Fertig aus. Problem gelöst. Machen wir einfach noch 50. So. Schrauben. Empfehlen wir nur noch. Die Kabel-Lettys. Gut, jetzt habe ich einen Object-Scanner. Den muss ich wahrscheinlich jetzt halt gegen dich zum Beispiel tauschen. Und dann... Ach, jetzt kann ich zum Beispiel hier suchen. Ah ne, jetzt ist was anderes. Okay. Warum bist du... Ah, das ist ja dann voll weit entfernt, oder? Nee, warte mal, hä?
Da hinten oben. Da oben ist die Schnecke. Ich sehe sie. Ich mag das jetzt probieren. Wir haben ja eh so viel Energie aktuell. Lass mich darauf, Junge. Anderes, das will ich auch. Erforschen. Die Pflanze lebt. Oh, lol. Oh, oh, oh. Okay, gut zu wissen. Die macht Gift. Nein, nein. Brauche ich da die Motorsäge? Klapp dich mal wieder ein. Nein, das habe ich nicht. Ich musste der Schnecke vorlaufen. Was mache ich mit denen? Weg hier. Also außer nervig sind die gerade nix. Und da sind viele von da. Ich glaube, da drüben wäre noch so eine. Da sitzt noch eine. Warum sind hier so viele? Was kann ich mit denen machen? Kann ich die irgendwie harvesten? Sind die für meine produktive Anlage vorteilhaft? Da ist wieder der Fuchs unterwegs. Da unten ist noch so eine Pflanze. Da gehen wir auch irgendwo mal rein. Hab ich denn meine Lampe? Schaut interessant aus, aber auch giftig. Was ist da hinten? Was bist du? Rohquarz. Unknown crystalline mineral collected. This mineral is composed of the same chemical elements as quartz and may yield similar industrial functions. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Oh, da ist so eine gelbe. Da ist so eine gelbe. Oh oh. Oh, was bist du? Nope. Okay, gut zu wissen, dann sollte ich vielleicht eine Waffe mitnehmen. Das kommt da aus dem Boden. Okay, ach, guck mal, hier ist noch eine Beere. Da oben ist noch eine Schnecke. Ich sage euch bloß, es kommt gleich ein anderes Problem. Ich weiß absolut nicht mehr, wo ich bin. Aber das ist doch so ein Nussbaum, ne? Was passiert, wenn ich den fäll? Kriege ich Nüsse? Nö. Also Nüsse drauf, ich will die Nüsse. Oh, da ist noch so ein Quarzvorkommen. Ja, ich wollte Beeren.
Ist das dasselbe? Nee, das ist Cadmiumerz. Unknown metal collected. This metallic element is showing properties similar to those in group 11 on the periodic table, such as high conductivity and malleability. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Ich muss nach da vorne wieder. Also in die Richtung, oder? Yes. Ach, guck mal, da ist mein Bach. Du schon wieder hier, oder bist du jetzt mal der, bist du der Kollege? Ey, du hast dich befreit, das freut mich für dich. Warum habe ich jetzt Hui bekommen? Naja. Aber wir haben ein paar Rohstoffe wieder gefunden, was natürlich sehr geil ist. Das ist natürlich sehr geil. Was ist denn da oben drauf? Weil ich kann jetzt die Sachen sozusagen hier auch in dem Quarz und... Na, was ist denn das andere? Das ist hier Erz. Und dann kann ich die Sachen scannen. Okay. Hier kann ich noch nichts. Nährstoffe. Ja, da, das weiß ich noch nicht, wo ich es finde. Die weiß ich, wo ich finde. Problem ist bloß, da ist so ein böses Viech. Aber Leute, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao.